es etwas Neues im Regal. Man muss sich nicht mehr die Zähne putzen, sondern es gibt eine Tablette, die man lutscht und dann ist alles gut. Ja, lutschen nicht unbedingt. Also man nimmt wirklich die Zahnbürste und legt dann hier diese, dieses kleine Tab da drauf, schiebt es sich in den Mund und dann zerkaut man das. Und mit dem Speichel verbinden sich die Inhaltsstoffe, die übrigens sehr viel weniger sind als bei normaler Zahnpasta, mit dem Speichel zu einer Creme, mit der man putzt. Okay. Nachteil, es ist weniger Fluorid drin. Also man bräuchte eigentlich 3, um das zu kompensieren. Und es wird gesagt, dass es ein bisschen weniger effektiv ist. Ja, Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Man kann sie einfach so ins Handgepäck beim Reisen. Sie gehen auch für Kinder. Und es ist natürlich ein bisschen einfacher und auch umweltfreundlicher, sagt man. Ne? Da greifen natürlich gerade auch solche Menschen dazu, die da was tun wollen und sagen, da ist nicht so eine Riesentube, sondern ganz viel in einer Packung. Also das sind die Vorteile. Aber ich würde fast behaupten, mein Tipp wäre für Reisen und zwischendurch, wenn man irgendwo übernachten möchte, wo man vielleicht vorher nicht weiß. Aber ansonsten gerne die gute alte Zahnpasta. Das Gefühl habe ich ehrlicherweise auch. Macht die denn zumindest einen guten Mundgeruch auch? Oder ist das dann... Ja, das schon. Also vielleicht kann man zwischendurch einfach mal kauen. Dann hat man zumindest... Ja, das wäre jetzt der Zweck entfremdet. Aber da kann ich ja mal gucken, ob das vielleicht auch eine Empfehlung sein könnte. Aber also auf wir jeden bleiben Fall beim Zähneputzen mit der Zahnbürste und dann mal ein Kaugummi, liebe Zuschauer. Vergessen Sie die Tabletten wieder. Wir gehen in den Schmerz. Viele Menschen greifen bei Schmerzen ehrlicherweise sofort zu Tabletten. Und zwar zu ganz anderen Tabletten. Ja. Das wiederum muss auch nicht immer sein. Es gibt jetzt den sogenannten Kammtrick. Ja. Um Schmerzen der Kammtrick ist entstanden bei Schwangeren, die während der Geburt keine PDA haben wollten. Hat sich gezeigt, das hatte jemand aus fernen Ländern mitgebracht, dass man einen Kamm in die Hand nimmt. Ja, wie, du hast ja so ein kleines Händchen, dann nehmen wir lieber den. Ich habe große Hände, sehr große Hände. Ja, ich auch. So, und jetzt nimmt man den in die Hand und weil diese Zinken hier dann auf die Rezeptoren hier, das ist, funktioniert nach dem Akupressurprinzip, macht man zu. Quasi genau in dieser Fingerfalte. Genau. Genau, und da sitzen diese Nervenenden, ja, am Übergang der Handinnenfläche an die Finger. Und dann drückt man zu. Und dadurch, dass das Gehirn nicht zu viele Reize auf einmal überhaupt wahrnehmen kann und diese Nervenenden näher dran sind an der Hautoberfläche und die Leitung zum Gehirn sozusagen dann kürzer ist, wird der Schmerz, der zum Beispiel bei der Geburt oder den Zähnen, der tritt in den Hintergrund und man spürt nur das hier. Es ist wirklich wahr. Ich habe es ausprobiert. Also da würde ich jetzt glatt noch mal ein Kind bekommen, um das zu testen. Ja, das mach mal. Das werde ich machen. Das kommt also mir spanisch vor. Und das geht eben auch bei den... Nee, aber es ist erwiesen. Es ist auch in Studien... Ich muss sagen, es ist ein empfindlicher Punkt. Das spürt man direkt, weil da ist die Haut natürlich sehr zart. Aber dadurch, dass eben nicht überall Schmerzen wahrgenommen werden können und das hier ja so ein, irgendwie so ein angenehmer Druckschmerz ist, nimmt das Gehirn dann eher das wahr und das andere segelt so ein bisschen weg. Also, liebe Zuschauerinnen... Sie packen ja wahrscheinlich dann die Krankenhaustasche, wenn Sie gerade schwanger sind, in die Krankenhaustasche einen Kamm mit reinpacken. Oder bei anderen Schmerzen. Ohrenschmerzen, Zahnschmerzen, Bauchschmerzen. Alles. Immer den Kamm in die Hand nehmen. Aber am allerbesten gar keine Schmerzen. Vielen Dank, Charlotte. Ja, sehr gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.